Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir keinen M2 Competition gekauft, aber die Luisa / der Tom haben hier zugeschlagen. Die gab es schon mal auf dem Kanal mit dem M140i. Dürft ihr euch gerne nochmal angucken, das Video. Und heute geht es um den M2 Competition. Bevor wir loslegen, Vorteile, Nachteile gegenüber M140i, warum ist es jetzt ein M2 geworden und kein M140i, nachdem man schon einen M140i hatte? Vorab ein paar Weisheiten zum M2. Den F87 gibt es seit 2015, immer 3 Liter Turbo, zuerst Twin-Scroll-Lader, dann später Biturbo. Zuerst hatten wir 370 PS, 500 Newtonmeter Overboost. Es gab immer 6-Gang-Handschalter oder 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, immer Hinterradantrieb. Den LCI2 gab es ab Juli 2017, analog zum 1er und zum 2er gab es dann auch den Black Panel Tacho, das modernere Navi, optische Retuschen außen. Ab September 2018 gab es dann den M2 Competition mit S55 Motor, wie wir ihn hier haben, mit 410 PS und 550 Newtonmeter und immer Otto-Partikelfilter, was ja in den Stammtischen ein Riesendrama ist. 2020 gab es dann parallel den M2 Competition Sport, also den CS, mit 450 PS und 550 Newtonmeter. Die Fahrleistung blende ich euch hier ein, die will ich nicht runterbeten, die kann man auch bei Wikipedia runterlesen, aber damit ihr es einmal komplett habt, sind die jetzt hier eingeblendet. Wie schon eingangs gesagt, ist ja nicht mein Auto. Als erstes kommt der Tom zu mir. Der hatte ja auch vorher den M140i und der wurde dann an Luisa übertragen. Genau. Und deshalb kannst du ja, glaube ich, auch ganz gut mal erzählen, ja, wie für dich so der Umstieg ist vom M140i auf den M2 Competition. Also was hat dich am meisten beeindruckt und wo denkst du, da ist der M140i vielleicht sogar noch besser. Genau, also den M140i hatte ich damals ja komplett Serie gekauft. Der M2 ist jetzt ja auch noch komplett Serie. Das heißt, da denke ich, habe ich einen ganz guten Vergleich. Einer der größten Kritikpunkte ja beim M140 ist ja das Fahrwerk, wo viele Leute sagen, das ist gerade auf der Hinterachse sehr überdämpft. Das ist beim M2 immer noch relativ überdämpft, aber schon deutlich besser und deutlich angenehmer zu fahren, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Wenn es dann wirklich huppelig wird auf der Autobahn, da denkt man sich auch bei dem Wagen schon, da könnte man noch das Fahrwerk rein, aber grundsätzlich ist es doch besser abgestimmt. Natürlich die andere Karosserieform bringt Vor- und Nachteile mit sich. Ich finde das Coupé ganz schick. Da muss jeder für sich wissen, was er möchte. Ansonsten sind abgesehen von dem leicht veränderten Innenraum jetzt bei dem M2 Competition zugeben, nur wenn man die Sportsitze hat, oder die Schalensitze vielmehr, natürlich ein Unterschied. Vorher hatte ich ja die Alcantara-Sitze im M140. Die fand ich super. Ob die Schalensitze jetzt besser sind oder schlechter, Geschmackssache und auch da wieder. Beide haben relativ ähnliche Einstellmöglichkeiten und beide sind ähnlich bequem oder unbequem. Schade nur, dass es die eben nicht wie beim M4 mit einer Alcantara-Fläche gibt. Das ist gerade bei Kurvenfahren dann doch teilweise, dass das Leder einfach ein bisschen rutschiger ist als das Alcantara. Du hattest den M140 eher als Handschalter. Ja, genau. Und jetzt Doppelkupplungsgetriebe, weil viele sagen ja, die von der Automatik zum Doppelkuppler wechseln, dass es ein bisschen unkomfortabler ist. Aber wie ist so deine Einschätzung bisher? Also ist es komfortabel? Ruckt es irgendwie beim Anfahren oder alles cool? An und für sich ist es super komfortabel, gerade sobald man einmal rollt. Beim normalen Anfahren, sobald das Getriebe warm ist und sich schon mal ein bisschen bewegt hat, ist das Ganze auch super. Auch in der Stadt finde ich es jetzt persönlich nicht unangenehm. Man merkt es nur, dass wenn ich den Wagen zu Hause abstelle, ist der Parkplatz leicht auf einer Schrägen. Und da, wenn der Wagen kalt ist und man dann in den Rückwärtsgang schaltet, ja, da ist er sich manchmal nicht ganz sicher, ob er dann anfahren möchte oder wenn, dann kann es mal für die Nachbarn durchdrehende Reifen geben, so in der ersten halben Sekunde. Ja, das ist ein bisschen ungewohnt, aber ansonsten, sobald man einmal rollt und das Getriebe Temperatur hat, finde ich das Getriebe super komfortabel und einfach ein Vorteil, gerade bei längeren Autobahnfahrten, dass man jetzt bei 120 km/h nicht mehr wie beim Handschalter 3000 plus dreht, sondern jetzt halt in humaneren Bereichen unterwegs ist und das Ganze einfach für den Fahrkomfort doch deutlich angenehmer ist. Wobei man halt einen Gang weniger hat als bei der Automatik. Genau. Also Doppelkuppler hat ja 7 Gänge, Handschalter 6 und die Automatik oder das ZF 8HP hat ja dann 8 Gänge. Ja, gut, aber ich glaube, das macht nicht so viel aus. Ja, und die ist ja bei 130 dann die Automatik eh im Leerlaufdrehzahl. Also im Bereich, das ist ja... Ja, das stimmt wohl. Ihr habt ja den M140i serienmäßig gehabt und jetzt sind ja dann immerhin 70 PS mehr. Ne? 340 hat der M140i und wir haben ja 410 serienmäßig in dem M2 Competition. Merkt man die spürbar oder eher nicht? Leistungsmäßig ist der B58 natürlich ein super Motor. Ich habe ihn aber ganz gerne mit dem Diesel verglichen. Das heißt, man hat untenrum ja quasi auch Abstand oder ab Leerlaufdrehzahl fast die 500 Newtonmeter anlegen. Da braucht man ja nicht viel. Und auch dann die 340 PS waren absolut ausreichend. Bei 250 km/h nagelt man mit dem Ding ja auch schon ganz gut in den Begrenzer. Da ist jetzt für meinen Geschmack, dass man es nicht unbedingt bräuchte. Ich weiß, mit MAD, viele machen es und ist aber wahrscheinlich auch eine unpopuläre Meinung, dass man den M140 aus Serie fahren kann. Gar nicht. Das geht durchaus. Genau, ansonsten jetzt im Vergleich zum M2 würde ich sagen, nicht die Leistung macht den großen Unterschied, weil 50 Newtonmeter, ob jetzt 550 Newtonmeter oder 500, wird man wahrscheinlich, wenn man beide Autos nebeneinander stellt und durchlädt, wahrscheinlich merken, aber ansonsten, genau wie mit den 70 PS, auch der M140 hat so viel Leistung, da merke ich persönlich beim Fahren den Unterschied 100-200 tatsächlich jetzt nicht so vom Gefühl, weil er da nicht so viel schneller ist. Das Einzige, was beim S55 für meinen Geschmack deutlich besser ist, ich habe ja gerade das Dieselartige beim B58 angesprochen, dass der S55 einfach ein bisschen lebendiger ist. Das heißt, der dreht schneller hoch und der möchte gefühlt mehr Drehzahl. Also da hat man nicht so dieses ab 5000, dass man dann sagt so, ja, geht die Luft raus, genau,
genau. Mhm. Sondern dass er, ja, ich finde beim M41 hat man teilweise gemerkt, dass er so ein bisschen kastriert wurde vom BMW, wahrscheinlich um genau da den Sicherheitsabstand nochmal abzuhalten. Ja, ich denke, Coupé oder Kompaktform ist halt einfach so eine Philosophiefrage. Ne? Was ich immer wieder faszinierend finde, ist, dass der M2 natürlich ab Werk schon mal eine ganze Ecke sportlicher fährt als ein M41i, auch wenn das wieder eine unpopuläre Meinung wahrscheinlich sein wird jetzt. Aber es ist einfach so, du hast ein wesentlich strafferes Fahrwerk, ne? Du hast wesentlich breitere Reifen direkt, logischerweise, weil der auch deutlich breiter ist vorne und hinten hat er ja auch andere Kotflügel, andere Reifenbreiten, was man natürlich merkt. Man hat ja ab Werk dann die bessere Bremse. Ihr habt jetzt ja sogar dann die Upgrade-Bremse drin, ne? Dann die nochmal besser ist. Die hat dann trotzdem 4 Kolben oder ist die 6 Kolben? 6 Kolben mit 400 mm Scheiben und breitere Scheiben, tatsächlich für die Kühlung nochmal ein wichtiger Punkt. Ansonsten, wo Thorsten es gerade angesprochen hat mit den Reifen, man merkt die breiteren Reifen auf der Vorderachse dann doch deutlich und auch, dass der Wagen ab Werk im Gegensatz zum M140 dann doch vernünftige Sturzwerte fährt, dann leider auf der Autobahn bei Spuren von LKWs. Da geht das Lenkrad gerade, wenn man dann die Lenkung auf Sport oder Sport Plus gestellt hat, doch sehr stark den Spuren hinterher und fühlt sich nicht ganz so natürlich an die Lenkung. Also es, man merkt schon, dass es ein bisschen digital ist. Deswegen fahre ich persönlich gerne im Komfort. Da hat man da nicht dieses Reißen permanent am Lenkrad. Genau. Eine beliebte Sache beim BMW sind ja logischerweise auch immer Umbauten. Also gerade der M140i, wer das Video gesehen hat zum M140i, der wird da durchaus sehen, dass da eine gewisse Affinität vorhanden ist zum Umbau. Der Drang jetzt erstmal bei dem Fahrzeug ist gar nicht so hoch, etwas zu verändern wie beim M140. Sprich, das Fahrwerk ist tatsächlich nicht so eine Vollkatastrophe wie beim 1er. Dementsprechend fällt das schon mal weg, da nur wegen der Höhe, also der Optik. Natürlich ist man dann da auch wieder in einem Dilemma. Wenn man schon einen M2 hat, dann möchte man da kein STX einbauen oder ein KWV1, sondern im besten Fall dann wahrscheinlich Richtung STXTA 3 Plus, damit man dann auch die Sturzdomlage hat und da einfach dem Fahrzeug entsprechendes Fahrwerk einbauen kann. Und ansonsten auf jeden Fall, ich denke, der Thorsten wird da Bilder einblenden von dem Auspuff. Das ist ein Riesenthema. Klangtechnisch finde ich ihn erstaunlich in Ordnung. Also er ist nicht laut, aber jetzt auch nicht zu leise, sondern ist einfach ganz angenehm. Und jetzt, um Himmels Willen der Lauteste zu sein, finde ich jetzt persönlich auch kein Muss. Der Klang ist mir da persönlich oder wäre mir persönlich wichtiger. Aber da ist wirklich der Endschalldämpfer das Hängebauchschwein. Das muss über kurz oder lang weg. Dann in dem Zuge auch, wenn wir dann schon beim Heck sind, natürlich eine Hecklippe bietet sich immer an, also ein Ducktail. Genauso wie ein Diffusor. Gibt es das nicht sogar kombiniert von Akrapovic? Ist da, glaube ich, der Diffusor und der Endschalldämpfer, oder? Ja, das gibt es von Akrapovic. Da steht dann auch noch schön auf dem Diffusor Akrapovic drauf. Passt natürlich dann zur Abgasanlage, aber ich glaube tatsächlich, dass da der M-Performance-Diffusor hat eine relativ ähnliche Optik und gerade BMW, wie wir alle wissen, ist gerade bei Carbon-Teilen auch wirklich super in der Verarbeitung. Und natürlich die Passgenauigkeit ist perfekt. Der Heckspoiler, da muss man sich das noch anschauen. Der vom CS wäre schön, weil der die kleine Kante in der Mitte hat und der normale M-Performance-Spoiler für den M2 hat die ja leider nicht. Da muss man schauen, nur leider ist natürlich, wie es kann es auch anders sein, der M2 CS-Spoiler nicht für den normalen M2 Competition homologiert. Wie hätte es auch anders sein dürfen, das heißt, es wäre illegal. Ist ja ein völlig anderes Auto. Ja, genau. Vorne dann die Lippe wird wahrscheinlich dann original BMW kommen, einfach weil man da auch den ganzen Stress sich mit Eintragungen und so weiter spart. Ja, gibt es natürlich dann andere Marken, gerade auf eBay Kleinanzeigen, die man da ganz gut kaufen kann. Sollen auch von der Passgenauigkeit her meistens ganz in Ordnung sein, aber wenn überhaupt, haben sie Materialgutachten dabei und sollen dann auch 600-700 € teilweise kosten. Und mit Eintragungen und der Rennerei kommt man dann am Ende des Tages wahrscheinlich gar nicht mehr so viel günstiger weg als bei BMW. Und wenn man dann so ein originales BMW-Schwert verkauft mal gegebenenfalls oder den Wagen verkaufen sollte, da machen sich originale Teile natürlich besser. Und wenn BMW das schon als Hersteller dann im Angebot hat, kann man das Ganze ja auch mal unterstützen. Genau. Von außen haben wir dann ja alles abgefrühstückt, klar, die klassischen Sachen, die man halt so macht, Carbonteile und Tiefer und Auspuff. Klischeehafter wird es da auch nicht mehr. Aber ansonsten im Innenraum gab es ja die Option, die Carbonleisten am Werk zu bestellen, am Armaturenbrett beispielsweise und in der Mittelkonsole. Die hatte ich damals auch beim M140 ja nachträglich gekauft, da habe ich die für 350 € in einem ziemlich guten Zustand geschossen. Aktuell finde ich die Leisten leider nur für 600 € und dafür kann man sie auch neu kaufen. Dementsprechend ja, wird da noch gezögert, bis da mal ein entsprechendes Angebot kommt. Des Weiteren sind natürlich Sachen wie die Lenkradspange noch interessant, Gangwahlhebel
oder die Blende, wie die Handbremse gibt es auch in Carbon. Das sind solche Späße, die man wahrscheinlich noch nach und nach machen wird. Genau wie die Pedale, da die Aluminium- oder die Metallabdeckung. Einfach, dass das Ganze ein bisschen schicker aussieht. Ansonsten muss ich sagen, mir gefällt der Innenraum so, wie er ist, auch schon sehr gut. Also das sind so Sachen, die kann man sich nach und nach mal, wenn irgendwas wie ein Geburtstag ansteht, dann selbst beschenken. S55-Motor, was geistert direkt durch die Stammtische der böse Crank-Up? Viele wechseln ja prophylaktisch. Wie ist euer Plan? Nee. Also wird nicht gewechselt. Einfach aus dem Grund, im erweiterten Bekanntenkreis gibt es jemanden, der fährt einen M4 mit über 200.000 Kilometern und Stage 2 Plus mit Seriencrankup und da passiert genau gar nichts. Und ansonsten so ein S55, wenn er vom Band rollt, weiß ich auch nicht, in welches Modell er kommt. Das kann ja vom Rennwagen bis M4 GTS bis zum M2 in der schwächsten Ausbaustufe alles werden. Und dadurch, dass der Motor ja somit auch über 500 PS betrieben wird, Serie und da auch nichts bekannt ist, da wird, denke ich mal, nichts kommen. Sollte man sich, was ich nicht glaube, mal irgendwann zu einer Leistungssteigerung hinreißen lassen, dann könnte man darüber nachdenken, ob man das dann einfach wirklich als Vorsichtsmaßnahme mitmacht. Ansonsten jetzt bei der Serienleistung mache ich mir da keine Gedanken. Der Wagen hat ja auch noch über BMW die Premium Selection Gebrauchtwagengarantie und der Plan ist danach auch noch die Euro Plus Garantie so lange wie möglich mitzunehmen. Und dementsprechend fällt alles, was jetzt motortechnisch gemacht werden könnte, ohnehin raus. Viele behaupten ja auch, dass es bei dem Doppelkupplungsgetriebe ja anfälliger ist als beim Handschalter. Also in dem Fall wäre es ja theoretisch anfälliger, weil da die Drehzahlsprünge dann immer größer sind. Ne? Und das scheint ja wohl einen Einfluss dann auf diese doofen Reibscheiben zu haben. Aber grau ist alle Theorie, man weiß es nicht genau. Und auch da ist ja dazu gesagt, es fahren so viele Leute oder generell auch so viele S55-Motoren durch die Gegend. Wie viele davon letztendlich wirklich ein Problem haben, dass sich die Reibscheiben verdrehen, ist ja auch relativ ungewiss. Ich denke auch da wieder, wenn man kein Forum nutzen würde, dann würde man es einfach nicht wissen und auch dementsprechend keinen Handlungsbedarf sehen. Ist auch wieder unpopuläre Meinung. Ne? Also ich meine, was wird verkündet von H2M, die ich jetzt übrigens sehr schätze, also jetzt nicht falsch verstehen, aber die zeigen logischerweise das, was kaputt geht. Oder ein Max von MX Motorsport, der zeigt logischerweise das, was kaputt geht. Und die Tausenden, Hunderttausenden wahrscheinlich, die da draußen rumfahren, die keine Probleme haben, die werden logischerweise nicht wahrgenommen. Also vielleicht macht man sich da immer ein bisschen selber verrückt mit. Und zumal muss man auch bei den ganzen Werkstätten da ja auch eine Lanze brechen. Sie haben ja nur die Fälle, wo was kaputt gegangen ist. Logisch, also keiner, keiner geht zum Motorenbauer und sagt so nach dem Motto, Läuft hier. Alles super. Genau. Außer vielleicht, wenn man jetzt einen E36 M3 fährt und einfach eine Revision haben möchte. Aber ansonsten jetzt bei solchen modernen Motoren, den überholt man ja nicht mal aus Spaß. Lange habt ihr drauf gewartet. Jetzt kommt auch endlich die Luisa zu Wort. Wir haben einfach hier geschlechtermäßig völlig politisch inkorrekt Tom jetzt das Technische machen lassen und jetzt wird Luisa berichten, was du bei der Suche so alles erlebt hast und ja auch aus deiner Sicht, warum es denn jetzt dann kein M140i geworden ist. Tom hat es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, dass man hier, ja klar, ein objektiv besseres Auto bekommt, also mehr Leistung, besseres Fahrwerk und so weiter. Also erstmal muss man ja wissen, dass der Einser leider einem nicht selbstverschuldeten Unfall zum Opfer gefallen ist und die Versicherung den dann leider im Endeffekt totgeschrieben hat. Dementsprechend musste ein neues Auto her, ob man jetzt nun wollte oder nicht. Ich persönlich hätte den Einser gern behalten. Ich fand den so, wie er war, mehr als perfekt. Der hatte alles, was ich wollte. Sah, fand ich, echt schön aus. Mir hat's gefallen. Könnte man jetzt drüber streiten. Manche fanden die Felgen wohl nicht so toll von der Farbe her, aber ich fand den so, wie er war, halt einfach super. Ich war mit dem mehr als zufrieden. Konnte man nun aber leider nicht mehr ändern. Dementsprechend haben wir dann angefangen, was Neues zu suchen. Wir haben tatsächlich auch erstmal nach M140 wieder gesucht. Das Problem war allerdings, viel gefunden hat man nicht. Und wenn dann auch, also es ist ja jetzt nicht wichtig, dass es beim Händler sein muss, aber für mein Gefühl wäre es halt schöner gewesen, wenn es dann zum Beispiel beim Händler gewesen wäre. Es waren viele Privatverkäufe. Auch einfach fand ich jetzt recht teuer als solches. Also ich habe zwar auch von der Versicherung mehr wiederbekommen, als ich tatsächlich damals bezahlt habe, aber es war trotzdem halt einfach dann schon schockiert zu sehen, dass die jetzt mittlerweile so 4.000 bis 5.000 Euro teurer sind und dann auch im Serienzustand und nicht im umgebauten Zustand. Wir haben ja schon gerade mehrfach festgestellt, dass das Serienfahrwerk nicht der absolute Wahnsinn ist. Das heißt, das hätte man auf jeden Fall danach noch wieder machen müssen, meiner Meinung nach. Oder ich hätte es auf jeden Fall machen wollen. Hätte man die nächsten 2.000 Euro wieder drauf gehabt mit Eintragung, allem Spaß. Dementsprechend war es dann halt einfach so, dadurch, dass wir auch keinen vernünftigen gefunden hatten mit der Ausstattung, wie ich ihn haben wollte. Das Blöde war natürlich, man war auch recht eingeschränkt darin, dass man einen hatte, der halt so gut wie, also zumindest für einen Handschalter, eigentlich fast voll ausgestattet war. Und da habe ich einfach nichts gefunden, was mir so gefallen hat. Dann wurde es dann im Endeffekt mal ausgebreitet, die Suche auf den M2 Competition. Haben dann tatsächlich auch recht schnell eingefunden. Witzigerweise haben wir den jetzt sogar blind gekauft. Also das war ein Händler in Karlsruhe. Hat auf jeden Fall, muss man sagen, super funktioniert. Wir haben mit denen telefoniert, direkt angezahlt und war dann auch sofort innerhalb von 2-3 Tagen hatten wir, glaube ich, alle Papiere und konnten den abholen. Also es ging super schnell. Das Auto war genauso, wie es
in der Beschreibung stand. Es hatte genau alles das, was es haben sollte. Sah super aus, hat echt wenig gelaufen gehabt. Und die haben halt hinterher auch schnell gemerkt, haben danach 2 Wochen später einen neuen M2 reingekriegt in Hockenheim Silber. Den haben sie dann auch mal ein paar 1000 Euro teurer gemacht. Also wir hatten echt noch Glück mit dem Preis für das Auto jetzt. Willst du verraten, wie viel ihr bezahlt habt? 46,9 haben wir jetzt bezahlt. Und der danach stand bei dem für 50 dann schon drin. Mit ja, ähnlicher Ausstattung. Der hat dazu so ein paar Sachen nicht, muss man auch sagen. DAB hätte ich echt gerne noch gehabt. Braucht man nicht immer unbedingt, aber wenn man es hatte, ist es eigentlich schon echt eine ganz coole Sache, wenn man mal keine Lust hat, sein Handy zu verbinden. Kann man ja nachrüsten. Da gibt es auch, glaube ich, genau. Ein Video zu, habe ich mal das gehört. Das wäre jetzt das Nächste, was ich gesagt habe. Das wäre jetzt nicht entscheidend gewesen. Ein paar Sachen sollten drin sein, wie die Sitze und ähnliches. Das haben wir bekommen. Ich denke, man kann sich das ja auch immer schön rechnen. Ne? Also man muss ja schon so ungefähr sagen, dass man 12.000 bis 13.000 mehr anlegen muss für ein M2 Competition im Vergleich zu einem vergleichbaren M140i. Das ging tatsächlich bei denen sogar. Also ich glaube, wir wären bei dem M140 hinterher auch so bei 38 bis 40 gelandet. Echt? Wenn er wieder genauso gewesen wäre wie der vorher. Ne? Und die Tuning-Teile, die wir drin hatten, waren halt auch mal geschmeidige 5.000 bis 6.000 Euro. Ne? Mit allem drum und dran, Fahrwerk, Felgen, Lippe, was einem sonst noch so einfällt. Also klar, es ist teurer. Um Gottes Willen, da kann man sich jetzt auch nur selbst verarschen, wenn man sagt, dass das günstiger gewesen ist. Aber man hat jetzt nicht so viel mehr drauf gezahlt, fand ich. Und dann waren es die 6.000, 7.000 Euro Unterschied halt doch irgendwie für mich jetzt persönlich wert. Das kann man jetzt auch anders sehen, aber ich bereue das bisher nicht. Ja, du hast ja im Grunde direkt dann die Leistung von einem Stage 1, also MAD Stage 1, M140i und hast dann auch die schönere Form direkt. Und das auf jeden so, Fall, so kann man sich das dann ja auch schön rechnen, ne? Dass der Aufpreis dann eigentlich gar nicht so hoch ist. Das Sperrdifferenzial haben wir ja auch, das hat der M140i ja nicht, aber der M2 hat es ja ab Werk. Und ein Ur-M2, also mit dem N55 war keine Option. Ihr wolltet unbedingt ein Competition haben? Eigentlich schon, ja. Da waren die Preisunterschiede gar nicht mal so hoch. Klar, auch das ist wieder schön gerechnet und alles Mögliche, aber da waren meist teilweise 3.000, 4.000 Euro Unterschied zwischen dem M2 und dem M2 Competition. Und dann haben wir uns gedacht, dann können wir auch direkt hinnehmen. Ja, ich glaube, der Alte hat auch wirklich so eine Fanbasis, ist so mein Eindruck. Dass viele auch sagen, ich will lieber den N55 Motor haben, warum auch immer. Beim Competition hat man logischerweise dann auch neben mehr Leistung, finde ich, ist der Riesenvorteil, dass man die besseren Sitze haben kann. Die gab es ja bei dem ersten M2 mit dem N55 noch nicht. Der hatte ja dann die Serien-Sportsitze, die jeder M140i hat. Und die besseren Sitze hier, die machen schon einiges her, finde ich. Eine Sache will ich eben noch loswerden. Wir haben ja jetzt gerade wunderbar den Vergleich zum M140i dann schon gehabt zum Preis. Ich hatte ja auch vor 2 Wochen den Cayman 981 vorgestellt. Also was ist besser geworden im Vergleich zum 987? Was sind die aktuellen Preise? Und wenn man mal guckt, man bekommt im Grunde einen Cayman S für 47.000 Euro. Aber das ist dann eher so der untere Level. Also wenn man jetzt mal hier vergleicht, man bekommt für 47.000 Euro deutlich mehr Auto. Man hat den Riesenvorteil, wesentlich weniger Unterhaltskosten. Also eine Bremse neu machen kostet beim Cayman halt 3.500 vorne und hinten. Da sind wir hier ungefähr bei der Hälfte, wahrscheinlich sogar noch weniger als der Hälfte. Und wir haben den Riesenvorteil, dass die Wartung halt nicht jedes Mal irgendwie 1.200 bis 1.400 Euro verschlingt, weil meine Erfahrung ist, beim Cayman drunter kommt man nicht raus aus dem Porsche-Zentrum. Ich weiß, man kann ja ganz vieles selber machen, aber dann beißt man sich da, glaube ich, selber irgendwie, weil man ohne Porsche-Steckheft so ein Ding schlecht verkauft bekommt. Für 47.000 oder 48.000 bekommt man hier deutlich neueres Auto, wahrscheinlich mit deutlich weniger Kilometern. Ob dann das Prestige vom Cayman so viel besser ist, das muss dann jeder selber beantworten. Aber ich wollte es mal hier unterbringen. Was kriegt man noch fürs Geld? Ansonsten würde mir jetzt kein Auto einfallen, was so in diese Richtung geht. Ein Audi TT vielleicht noch, aber da muss es auch schon TTRS sein, damit man überhaupt irgendwo da dran kommt. Und die sind auch nicht gerade geschenkt. Also ich glaube, so der Hauptkonkurrent wäre jetzt aus meiner Sicht ein Cayman 981 oder auch der 718. Wobei der 718 zumindest als Basis oder als Cayman S hat ja dann auch nur einen Vierzylinder. Also hier haben wir noch klassischen Sechszylinder. Also das war's zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert natürlich auch gerne, was ihr vom Auto haltet, wie ihr den Vergleich seht. Cayman versus M2 Competition oder gegenüber einem M140i. Was eure Wahl ist, warum ihr euch entschieden habt, würde mich interessieren. Und wie immer gilt, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, tut das auch nicht weh, auf diesen Abo-Knopf zu klicken. Und dann wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald auf diesem Kanal.